Guten Morgen, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Warzen. Beim Radieren in dem Buch muss man vorsichtig sein, die Schrift geht weg. Zeichen mal hier weg. Und es gibt zu Anfang einen einführenden Text. Warzen. Bei Warzen sind die Hornschicht der Haut und die Oberhaut verdickt. Warzen können überall am Körper entstehen, vorwiegend jedoch an Händen und Füßen. Bei manchen sind schwarze Pünktchen erkennbar. Dabei handelt es sich um geronnenes Blut. Da sie durch Viren ausgelöst werden, sind Warzen infektiös und können leicht auf andere Körperstellen übertragen werden. Die Verdickungen verursachen meist keine Beschwerden, nur manchmal machen sie sich durch Juckreiz, Druck oder Spannungsgefühl bemerkbar. Dringen sie allerdings in tiefere Hautschichten vor oder sitzen an der Fußsohle an Stellen, die beim Gehen ständig belastet werden, können sie sehr schmerzhaft sein. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Hühneraugen und Warzen können Sie gut mit Salicylsäure behandeln sowie mit einer Kombination mit Milchsäure. Verheißungssprays zur Selbstbehandlung sind hingegen wenig geeignet, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Sie können allenfalls versuchen, gewöhnliche Warzen an den Hemden zu vereisen, wenn Salicylsäure zum Auftragen nicht ausreichend wirksam war. Aber bei keinem der Wirkstoffe ist garantiert, dass Warzen dauerhaft verschwinden. Warzen entstehen aufgrund einer Virusinfektion. Sie bilden sich häufig erneut und oft an derselben Stelle. Da ihre Wurzeln aber nie tiefer als bis in die Oberhaut hineinreichen, besteht bei konsequenter und wiederholter Anwendung eine große Chance, dass diese Mittel die Warzen letztlich doch beseitigen können. Generell gilt aber, viele Warzen verschwinden auch von allein ohne Behandlung. Das mit den Wurzeln finde ich komisch. Es ist kein Baum, es ist eine Virusinfektion mit einer Pustel. Ach ja. Ärzte. Wann zum Arzt? Hautveränderungen, die Sie nicht eindeutig als normale Hautwarzen erkennen, sollten Sie nicht selbst behandeln, sondern vom Arzt prüfen und dann gezielt behandeln lassen. Auch Warzen an empfindlichen Hautstellen, zum Beispiel am Nagelbett oder im Gesicht, sollten Sie besser nicht selbst behandeln, sondern einen Arzt zu Rate ziehen. Das gilt ebenso für Warzen an den Fußsohlen, die oft sehr hartnäckig sind. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Dellwarzen brauchen Sie nicht mit Medikamenten zu behandeln, weil sie innerhalb einiger Monate von allein wieder verschwinden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Warzen mit den üblichen Mitteln, die hier für andere Warzen besprochen werden, schneller abheilen, was auch immer Dellwarzen sind. Welche weitere Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Hartnäckige Warzen können mechanisch vom Arzt mit einem scharfen Löffel oder einem Ringskalpell narbenfrei entfernt werden. Eine Vereisung ist ebenfalls möglich. Was kann ich selbst tun? Damit die Viren nicht auf andere Menschen übertragen werden, sollten Sie Ihr Handtuch nicht mit anderen teilen und bei Warzen an den Füßen nicht barfuß gehen. Keinesfalls dürfen Sie Warzen mit scharfen Gegenständen bearbeiten, dann bluten die Warzen, können darin enthaltene Warzenviren, können darin enthaltene Warzenviren auf andere Hautpartien übertragen werden. So, es geht zu den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen.
Und es gibt geeignete, wenig geeignete und mit Einschränkung geeignete. Und geeignet ist Salicylsäure, grün geeignet. Und Salicylsäure und Milchsäure ist auch grün geeignet. Und dann gibt es noch die Chloressigsäure, die ist gelb mit Einschränkung geeignet. Und der Dimethylether ist wenig geeignet, rot. So, und hier gibt es noch ein rezeptpflichtiges Medikament. Das waren rezeptfreie Medikamente. Das ist mit Einschränkung geeignet, gelb. Das ist Salicylsäure und Fluorouracil, was auch immer das ist. So, es geht weiter mit in alphabetischer Reihenfolge nach den Wirkstoffen und es geht weiter mit Chloressigsäure äußerlich angewendet. Das ist gelb mit Einschränkung geeignet bei Warzen. Das Mittel reizt die Haut stärker als Salicylsäure. So.